Hagenspalter TV sucht hier das beste Chris Fano-Double auf der RPC. Und wir haben hier einen sehr heißen Kandidaten. Hallo. Hallo. Sie sind offiziell, würde ich sagen, bisher das zweitbeste Chris Fano-Double auf dieser Veranstaltung. Nicht das erstbeste. Nee. Ich hab mich so bemüht. Ja, das ist auch. Die Nase ein bisschen verlängern lassen extra. Ist auch gut getroffen, ja. Aber ich glaube, die vorhin hatte den Ausdruck besser drauf. Aber abgesehen davon, wie kommt man dazu, sich dafür zu entscheiden, Chris Fano-Double zu werden? Ah, man sieht so viel im Internet und so, und ich dachte, man wird dann so viel fotografiert. Das lohnt sich sicher. Deswegen habe ich das mal versucht. Ich habe sogar das Lispeln geübt, wie man hört, vorm Spiegel. Lispeln vom Spiegel? Ja, ja. Ich habe mir das ein bisschen angehört. Sie lispelt ja auch mit den Zähnen. Dann dachte ich, das sollte man schon auch machen. Echtes Cosplay. Ich kann auch so. Ja, ja. Können wir das nochmal? Hervorragend. Sehr schön. Vorm Spiegel geübt. Ja gut, das ist natürlich auf jeden Fall besser als bei der letzten Kandidatin. Wir wünschen dann noch viel Glück und vielleicht treffen Sie ja auch die echte Chris Fano noch. Das wäre natürlich großartig.